Ein arbeitsintensives Jahr liegt hinter den österreichischen Nationalratsabgeordneten. Die Bilanz des Parlamentsjahres 2021: in 72 Sitzungen konnten insgesamt 231 Gesetze sowie 15 Staatsverträge auf den Weg gebracht werden. Ein ständiger Austausch zwischen den Abgeordneten sei daher enorm wichtig. Und ich glaube, das ist auch gut und wichtig, dass man bei den Kolleginnen und Kollegen auch die Meinung einholt bzw. den Blickwinkel dann bekommt, wie das auch andere sehen. Die Themen unter anderem Arbeitsmarkt, Wirtschaft, BVT-Reform und allen voran die Corona-Pandemie. Es war anfangs eine Gesundheitskrise, das ist aber dann sofort eine Wirtschaftskrise und wirklich gesellschaftspolitische Krise geworden. Also sowas wie das letzte Jahr haben wir in Österreich noch nie erlebt. Und ich glaube, wenn sich sehr viele impfen, dann können wir diese Neuinfekte durchaus in den Griff kriegen. Und das ist unser großes Ziel, dass wir möglichst viele motivieren zu impfen. Und ich glaube, gerade auch Corona hat gezeigt, wie wichtig Forschung ist. Wir würden hier so nicht stehen, wenn wir nicht durch die Forschung, durch die Impfung einen Schritt weitergekommen wären. Und auch der Standort Österreich baut auf Innovation und Forschung auf. Und deswegen müssen wir es weiter stärken. Die Pandemie habe dabei gezeigt, dass Gesundheit und Wirtschaft Hand in Hand gehen müssen. Da geht es darum, wie schaue ich auch, dass ich Arbeitslose, die jetzt noch arbeitslos sind, möglichst schnell integriere in hoffentlich eine Vollzeitbeschäftigung und für mich auch wichtig als Frau und Mutter, Frauen auch aus dieser Teilzeitfalle rauszubringen, im Zuge dessen, dass sie auch dann später nicht unter Altersarmut leiden, auch zu schauen, dass sie aufstocken und dass sie wieder in eine Vollzeitposition gehen. Gerade die Investitionsprämie für Unternehmen hat die Wirtschaft nachhaltig angekurbelt. Gerade jetzt mit der Investitionsprämie haben wir jetzt die Investitionen gesetzt, um hier vorwärts zu kommen. Das ist gerade im Bereich der Ökologisierung, aber auch der Digitalisierung. Und hiermit müssen jetzt die Unternehmen arbeiten, brauchen, haben Arbeitsplätze geschaffen. Und hier werden wir auch wieder einen Schritt weiterkommen. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, ist natürlich im Bereich der Bildung auch ein Schritt Richtung Digitalisierung gesetzt werden. Im Herbst kommen 150.000 Laptops in die Schulen. Und ich glaube, die Lehrer werden ausgebildet, dass wir auch hier einen Schritt weiterkommen. Alleine im Haus Ruckviertel wurden davon bisher insgesamt 375 Millionen abgerufen. Diese werden wiederum ein errechnetes Investitionsvolumen in der Höhe von 4 Milliarden Euro hervorrufen.